Hallo zusammen, heute mal Tea Time von einer anderen Stelle aus, hier in der Kuppel des Reichstagsgebäudes. Wir haben heute konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestags. Ich bin sehr glücklich, wieder dabei sein zu können. Die SPD ist stärkste Fraktion geworden und hat deshalb das Vorschlagsrecht für den Bundestagspräsidenten. Ich freue mich sehr, dass heute mit großer Mehrheit Bärbel Baas, meine Kollegin aus Duisburg, zur Bundestagspräsidentin gewählt worden ist. Sie ist erst die dritte Frau in diesem zweithöchsten Staatsamt. Und sie hat in ihrer Antrittsrede deutlich gemacht, dass sie dieses Amt auch mit ihrer Persönlichkeit prägen wird. Sie steht für direkte Ansprache der Bürgerinnen und Bürger, für Verständlichkeit von Politik. Sie will nah bei den Bürgerinnen und Bürgern sein, will auch, dass das Parlament nah bei den Bürgerinnen und Bürgern ist. Und sie hat uns schon die erste Hausaufgabe mitgegeben. Wir müssen schnell eine Wahlrechtsreform anpacken. Denn eins habe ich heute auch gemerkt, es ist verdammt eng geworden im Deutschen Bundestag und mehr als 700 Abgeordnete ist auf Dauer für die Arbeitsfähigkeit des Parlaments nicht gut. Ich freue mich auch, dass Aydan Özus, Hamburger Kollegin, zur Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags gewählt worden ist. Sie ist die erste im Präsidium des Deutschen Bundestags mit Migrationshintergrund. Ich finde es ein ganz tolles Zeichen, dass die SPD zwei Frauen und zwei so hervorragend qualifizierte Frauen in diese wichtigen Funktionen gewählt hat. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesen beiden in den nächsten 4 Jahren. In diesem Sinne, it's tea time.